herzlich willkommen zu meinem neuen Fahnenblog. Wir machen heute den dritten Schnitt. Ja, schneit wird extrem gut. Also wir haben gerade angefangen. Das ist der 20. August. Um 13:30 Uhr Nachmittag. Und wenn wir das weggemacht und da umhalten rundum. Wenn man mal da drüben geht, da sieht man gut, also es geht trennt am Höhe. Dann fahren wir dort oben Kreis an, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wir werden ungefähr 9 Hektar machen. Ich glaube, so um einen Damm um mich. Ja. Da sieht man gleich. Da sind ziemlich dick. Es steht viel Glas drin. Ja. Da ist ein nasser Stuhl, das haben wir jetzt gleich ausgeheigt. Aber na ja, besser zu viel Gurre oder nur Gurre und dafür halt ein kleiner nasser Stuhl. Ja, da kommt der Papa jetzt. Ich weiß nicht, ob man. Ja, man sieht mal schauen. Da dürfen wir jetzt ein wenig ausmachen, weil mit Heckmähwerk kann man scheinbar den Stau noch zu bemachen. Und ja, dann geht da was weiter. Ich melde mich später wieder. Es geht schon wieder gut los. Bringen wir den im angestellten Zustand. Holzschwimmstellung. Sobald ich starte, geht es so. Oder so eigentlich. Und dann drückt Fronthydraulik aufs Mähwerk drauf. Und das ist nicht gut fürs Mähwerk. Ja, jetzt habe ich aufhören müssen. Das lege ich mir mal drunter. Oh, wahrscheinlich kann man das ganze Steuergerät legen und das war nicht so geil. Ja. Muss der Papa halt allein nicht machen. Ja, ich melde mich später wieder mit einer Hand, geht's nicht. Vielleicht gebe ich ein Update und zeige es beim Schwadern. So, der Papa ist jetzt in, also ist auf Hand gefahren. Der riecht gerade den Traktor her, beziehungsweise versucht's. Und ich mache jetzt mit dem Mega und weiter, mein TS100. Ich mache gerade das frisch verbaute, schaut aus wie wenn nicht Stein. Steht aber, ja, ich meine, es ist jetzt nicht die Menge stellenweise, aber da wieder Holz. Legt es gut ein Wirst hin. Genau. Schon scheint es gut, da habe ich auch weiter mit. Hoffentlich bringen wir den anderen wieder zum Gehen, sonst können wir nicht mehr warten damit. Ja. Ich werde jetzt so weitermachen. Ich meine, du mit dem mit 12 km/h gehst, der schneller vorne auch, aber. Ist ja wurscht. So, Steuergerät, unser Magen geht wieder. Der Papa hat provisorisch hergekriegt, und zwar 10 Ocker dann her. Wir haben jetzt ich mache gerade die letzte Wiesen, der Papa macht halt noch eine. Und da hat er halbwegs runtergeschwappt, das ist noch angenehmer, bis am Donnerstag, letzte Woche, keine Ahnung, was da für ein Datum war, zu geschüttet bei uns, 60 Liter in einer Stunde. Da hat es da alles runtergeschwappt, das müssen wir da rundum machen. Gott sei Dank noch derer wie es. Da vorne damals mit dem Laderwein weggezogen bin, da ist es gegangen und halt auf derer, da ist so ein Ärger da. Müssen wir es noch weggezahlen mit dem Lader. Ertragsmäßig geht's da. Haben wir schon mal besser gehabt. Aber es wird trotzdem der dritte Schnitt. Also müssen wir es sich eigentlich glücklich schätzen, dass da so viel steht. Letztes Jahr war es nicht so viel, war letztes Jahr sowieso nicht. Ja, nein, die anderen Wiesen ist sehr überall gut gestanden. Da der Wiesen da, ist noch die Bäume, also noch die Stauner da, schlecht gestanden, weil die einfach zu viel Wasser saugen. Da müssen wir jetzt mal irgendwas zum Wurzeln reißen, haben da oder bauen oder weiß was. Weiß gut was, irgendwas müssen wir sich einfallen lassen. Ich meine, da hat der Kreis rum oder wegen Downerheigen und so Sachen. Ja.
und melde mich nachher beim Schwader. Ja, so schaut das jetzt aus. Ein wild, aber normal geht es von da weg. Und die Steigerrettung gesponnen. Und jetzt hat er einfach da gleich aufgemacht. Und hat es einfach angesteckt. Und da zusammengeschraubt. Und den hat er einfach verbunden. Das ist einfach ein durchgehender Schlauch. Dass er Durchfluss ist. Da zapft über. Hat zwar nicht so viel Leistung der Steigerrettung, aber ist auch gegangen jetzt zu nehmen. So, wir gehen jetzt schwadern. Ich fahre mit dem TS 100 mit dem Kuhn. Meiner fährt mit dem Flüchtlinger, mit dem 380er, mit dem 380er, mit dem Ford, sagen wir so. Das ist gerade das frisch verbaute, was wir heute früher in den Grundschuhdocken eingebaut haben. Und da haben wir noch ein bisschen Feldfutter dazu gemacht, da wo es schon schöner war. Da haben wir uns die Wirmen, also so schwarze Wirmen sind, irgend so Wespenart. Hat uns da einen Rad zu fressen. Jetzt ist es ein wenig dünn, das Ganze. Da ist es auch noch nicht so schön, aber eine zu ist schon ein wenig schöner gestanden. Da haben wir gesagt, wir machen es halt schon. Ein wenig Kugelrutz ist auch dabei. Da muss ich es mit der normalen Sammaschine anbauen. Ja. Hätte schöner sein können, aber hätte auch schlechter sein können. Genau, jetzt werden wir zwei Drittel wahrscheinlich nicht zusammenfahren. Und die Blätternwiesen, also da wo es noch ein wenig nass ist oder noch nicht so angewölkt, das machen wir morgen. Und der Papa hat heute Nachtschicht, das heißt, der schläft man Vormittag. Und ich werde dann gleich am Vormittag eine Fuhr groß heimführen, dass wir im Silo Planen gescheit richten können, die Mama und ich und meine Schwester. Und am Nachmittag können wir dann einführen. Papa fährt dann wieder mit Ladewagen und ich führe wieder zusammen, so wie wir es immer tun. Es geht am geschickten. Und genau. Dann melde ich mich später oder morgen wieder, kann ich nicht so genau sagen. Ich habe jetzt, also ich tue jetzt schwadern seit einer Stunde, jetzt ist es dreiviertel 10. Gestern bin ich noch bis 9 gefahren. Ich habe jetzt das Feldfutter zusammengeschwadert, da habe ich nichts gefilmt. Und der ist da, der ist nicht so gut gestanden, aber halt auch nicht so schlecht. So mittelmäßig, da würde ich sagen, jetzt schwadert ich gerade noch die Wiesen, was da geschwabt hat. Und da oben haben wir noch Wiesen, oben im Wald. Die hat Mama schon geschwadert. Und dann werde ich bei dem Silogewicht und Verteilerwalzen nachhängen bei dem Traktor. Wenn ich fertig bin dann gleich. Und dann hole ich gleich einmal Fuhr groß von der Wiesen. Weiß ich noch nicht mehr gut. Dass wir gleich einen Planen richten können. Genau. Ich werde jetzt noch fertig machen und dann sehen wir es nachher am Lohn aber. So, wir haben jetzt da wegen Umbau. Eigentlich wollte ich gerne lohnen, aber mein Papa war schneller. Der ist jetzt schon aufgestanden, man schläft immer bis zum Mittag, also bis zum Essen. Wir haben jetzt da schon angehängt, fahren die Verteilerwalzen nicht ins Gewicht, wie immer. Und jetzt hol ich einmal eine Fuhr Grasbau da draußen. Und dann führen wir es da rein. Silo, da haben wir so Gummimatten, dass man Plane da nicht zieht. Dann nehmen wir sie Gabin und hauen sie mal über in die Ecke zu, dass wir planen. Dann einfach da rein zu gehabt. Das sind schon benutzte Planen, wir nehmen es, machen wir zweimal. Und das Eck da hinten, da haben wir immer viel zu. Und wenn es dann auch überall irgendwas liegt, dann fahre ich gleich mit der Verteilerwalzen durch. Aber nur mit der Verteilerwalzen, das ist nichts. Also gerade bei der ersten Fuhr. Dann planen nicht ganz stimmen. Dann hast du blöde Ecken und dann hängt es da Vierer wie da und dann das Vierste sind so Sachen halt. Darum schauen wir halt da immer gleich, dass das passt. Mal hundertprozentig passen kann es eh nicht, muss ja nicht. Aber besser.
ein ordentlich arbeiten, dafür nachher kein Geschirr haben und kein Schwimmen. Dafür dauert es halt um 10 Minuten länger. Das ist auch kein Weltraum. Nicht. Ja, ich schätze mal, dass 15 werden, also 15 Leute waren voll. Das waren meine, wenn mich nicht alles täuscht, 18 beim ersten Schnitt. Kann ich aber nicht sagen. Und das ist jetzt nur so eine Schätzung mit den 15 Fuhren. Wir zählen immer mit, dass wir es immer ein wenig wissen. Und ja, dreschen tun wir heute auch, hängen meinen großen Kipper da, weil die anderen zwei natürlich, also die anderen zwei Traktoren vergeben sind, sag ich jetzt einmal. Ja. Vielleicht mache ich mit der Drohne ein Video. Ich wollte eigentlich gerade beim Laden, also beim Laden filmen. Ja, jetzt habe ich aufs Knöpfel gedrückt auf der Kamera. Was ich sagen wollte, ich wollte mit der Drohne rausfliegen beim Laden. Aber ich habe mich nicht recht traut, weil es halt da ein Stickerl ist und ich noch nicht so aufgeflogen bin. Das hat mich noch nicht wirklich traut. Auch wenn es im GPS ist, aber hinten hat das GPS schon ausgeschaltet. Also, ist mir noch ein wenig zweit. Vielleicht nachher beim Zusammenfinden, dass ich dann wo filme oder was. Irgendwie wird es schon werden. Ja, jetzt sehen wir es noch. So, so schaut das aus. Wir haben da einfach jetzt da ein wenig was zugekaut, überall das zu planen legen. Jetzt fangen wir es verteilen an. Der Papa ist gleich wieder gefahren. Jetzt geht es cool Gas. Ich fahre immer mit den langsamen Gang. Ist jetzt ein wenig schwer, freihin, also mit einer Hand. Brauche ich ein wenig mehr Gas, weil es wieder alles schon drin ist. Dafür, also der Vorteil, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, der Vorteil ist, ich kann rückwärts fahren und vorwärts damit. Also die Wolzen vorwärts und rückwärts dran. Die Wolzen ist selber gebaut, da drin ist eine metrische Achse von Ferguson. Die wird mit einem Ölmotor und einer Übersetzung antrieben. Ja. Ich muss jetzt ein wenig aufhören zu filmen, weil mein Handy ist ein wenig schwarz. So, wir haben jetzt 6 vorne rein. Der Silo ist ungefähr ein bisschen mehr wie ein Drittel und wird schon gut auf die Hälfte hinkommen. Nicht ganz noch. Naja, voll. Sagen wir ein Drittel, ein bisschen mehr vielleicht. Da außen zu liegen noch schätzungsweise 4 fahren oder 3 und bei den anderen Wiesen werden es auch nochmal so viel werden, das heißt, es werden wo 12, 13, 14 Fuhren. Und ich sehe, ein bisschen weniger voll wie der. Der ist nämlich auch nicht ganz voll, da waren auch noch 2 Fuhren gegangen. Und dann kommt der vierte noch drauf, dann ist er bumm voll. Und dann haben wir schon wieder genug Fuhren für den Winter. Pinken haben wir auch noch genug, da und da. Die Fuhren wir jetzt im Sommer her. Das ist ein Grünschnittrocken noch, weil da auf der Wiesen war der Grünschnittrocken, den haben wir jetzt einmal gemacht. Das da, bis daher meine ich, genau bis daher, bis zu dem Pinke, sind es hohen Pinken, die waren da, wo wir jetzt den Raps gemacht haben. Und der Rest ist zweiter Schnitt. Also alles groß. Genau. So, kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt da herin 13 Fuhren, er ist fast voll. Es kommen jetzt noch 2 oder 3. Ich schätze mal, dass es 2,5 werden. Alles da draußen auf die Wiesen, also über den Hügel drüber. Dann ist er gut voll. Und entweder mit ans vierte auf den drauf oder auf den.
weil es eigentlich dann wurscht war, weil es beide dann ungefähr gleich voll sind. Schauen wir mal. Dann nachher machen wir ihn gleich zu. Und dann sehen wir es nochmal, wenn er zu ist wahrscheinlich. Jetzt ist mir der Traktor auch noch gekochert worden. Schwimmt dort locker. Aber er ist schon wieder ein wenig angekühlt. So, jetzt haben wir Hab und Roschen auch noch. Fahrt gerade heim. Ja, das Feld habe ich heuer im Frühjahr ein Video gemacht vom Anbauen. Unterwegs bin ich mit dem Fahrrad. Also, ich bin jetzt mit dem Nachbar gestellt schon und ich bin jetzt mit dem Radl runtergefahren. Das liegt jetzt am Kippbaum. Der Kipper ist krach voll. Also, pippi fein. Schein drucker. Kein Dreck dabei, nichts sauer austauschen. Und die Kerntel sind auch hier. Ungrad ist auch nicht viel, ein paar noch weniger Gras, aber das Rad ist die Straße ist sauber. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich mit dem Kraxel da heimkomme, weil er hat halt 50 PS. So, nach ziemlich langen, also Selin ist jetzt wieder eineinhalb Wochen aus, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, dass ich da noch ein Video mache. Zeige ich euch, wie der Silo jetzt voll ausschaut. Also, geht noch einen halben Meter da. Der ist hübsch voll. Ja, hab mich gesehen im anderen. Da kommt dann das vierte noch drauf und dann ist er gut voll. Da haben wir noch auf den Bänken, das sind 2, 4, 6, 8, 10, sind es 20. 24, 25, 26, 27, 30 Bänken, gut. Haben wir noch. Und ja, wir haben jetzt da schon wieder ein wenig mit Maschinen angestellt, aber ja, weil die Hallen sind voll. Genau. Das wollte ich eigentlich jetzt noch sagen und ich bin nie dazugekommen und jetzt habe ich es da geschafft. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen fürs Zuschauen und sage somit bis zum nächsten Vlog und tschüss.